Guten Morgen, hier wieder Maria Doppelbauer-Drakschitz, PSD Kloster Neuburg. Heute möchte ich Ihnen ein paar Tipps zu einem guten oder besseren Schlaf in schwierigen Zeiten geben. Geht es Ihnen auch so, wie ungefähr 2/3 der Österreicherinnen und Österreicher jetzt, dass sie schlecht schlafen? Das heißt, dass sie Schwierigkeiten, sei es beim Einschlafen, Durchschlafen haben, vorzeitig aufwachen, sich tagsüber schlecht konzentrieren können, auch gereizt sind. In schwierigen Zeiten, wo der Stresspegel höher ist, kann das durchaus sein und ist kein Grund zur Panik, zur Sorge. Zunächst einmal, woran erkennen wir, ob wir gut und erholsam geschlafen haben? Am besten am nächsten Tag am Morgen, wenn wir fit, ausgeruht, erholt aufwachen und gut gelaunt, neugierig auf den neuen Tag sind, beziehungsweise den Tag mit all seinen Anforderungen gut und zufriedenstellend bewältigen können. Wenn wir gut konzentriert sind, unsere Gefühle steuerungsfähig sind, wir die Aufgaben bewältigen können, die sich im Laufe des Tages stellen und am Abend wieder gut müde ins Bett gehen. Die Schlafdauer ist definitiv kein Kriterium, ob der Schlaf gut oder schlecht ist. Das ist etwas ganz Individuelles und variiert zwischen 4 bis 10 Stunden. Wenn es Ihnen wie so vielen geht, dass Sie nicht gut schlafen, nicht gut erholt, nicht fit aktiv sich fühlen nach dem Aufwachen, ein paar Tipps, was Sie selber dazu beitragen können, dass das besser wird. Der erste große Tipp ist, das Bett ist zum Schlafen da. Kein Handy, kein Laptop, kein Fernseher unmittelbar auch vor dem Schlafen gehen. Da gibt es umfangreiche Studien, vor allem zu Jugendlichen, die besonders im Bett dann noch Handy, Social Media nutzen, dass der Schlaf unruhig, gestört, wenig erholsam ist. Das hat einerseits mit dem Blaulicht zu tun, der Geräte zu tun, andererseits aber, dass die Social Media etwas sehr Auffühlendes zumeist sind. Der zweite wichtige Grund, warum wir schlecht schlafen, ist, dass wir viele Sorgen, Gedankenschleifen, kreisende Gedanken haben vor dem Einschlafen. Versuchen Sie, bevor Sie ins Bett gehen, die Sorgen wie einen Rucksack abzustellen. Oder vielleicht auch hilft Ihnen die Vorstellung, die Sorgen in einen Safe zu legen. Den gut für die Nacht abzusperren und zu wissen, die Sorgen, die jetzt für Sie da sind, werden Sie ernst nehmen. Und nehmen Sie sich auch ernst und nehmen Sie sich dann tagsüber auch Zeit dafür, sich mit den Sorgen zu beschäftigen, vielleicht auch sie zu teilen mit jemand Vertrautem oder auch professionelle Unterstützung dafür zu holen, denn tagsüber werden Sie ganz sicherlich bessere Lösungsansätze finden als in der Nacht alleine. Die zweite wichtige Sache ist, wir Menschen haben einen biologischen Tag-Nacht-Rhythmus. Und gerade Menschen, die schlecht schlafen, sollten beachten, dass der Tag und die Nacht Nacht bleibt. Das heißt, wenn Sie schlecht schlafen, versuchen Sie, sich nicht tagsüber hinzulegen, ein Nickerchen oder vielleicht sogar eine oder mehr Stunden am Nachmittag schlafen zu legen, denn das bringt diesen biologischen Rhythmus noch einmal vermehrt durcheinander. Viele Menschen übersehen derzeit auch, wenn sie am Abend etwas schwerer, müder, schläfrig werden, zum Gähnen beginnen. Da ist so etwas wie ein Fenster, das aufgeht, dass wir besser einschlafen können. Nutzen Sie das.
sich um diese Zeit dann auch schlafen zu legen, möglichst regelmäßig am Abend und möglichst regelmäßig in der Früh wieder aufzustehen. Wenn Sie aber merken, nach dem Zubettgehen, dass Sie sich immer mehr herumwälzen, dass Sie unruhig werden, dass die Gedanken wiederkommen, stehen Sie ruhig wieder auf, suchen Sie sich ein halbwegs gemütliches Platzl in Ihrem Zuhause, versuchen Sie sich abzulenken oder, wenn Sie es einmal gelernt haben oder auch lernen möchten, Atemübungen zu machen, Entspannungsübungen. Nehmen Sie sich durchaus eine halbe Stunde, Stunde Zeit dafür, wieder zur Ruhe zu kommen und ins Bett zurückzugehen. Definitiv kein gutes Schlafmittel ist der Alkohol. Alkohol ist als Angst-, Spannungslöser, Einschlafhilfe momentan oft ganz gut wirksam, sagen auch viele. Aber längerfristig ist es eine höchst schädliche Substanz. Und da ist es oft viel besser, nicht nur Dinge selber auszuprobieren, die den Schlaf wieder bessern, sondern auch ärztlichen Rat einzuholen. Und ärztlicher Rat bedeutet nicht gleich Medikamente verschreiben, sondern bedeutet gemeinsam zu schauen, was ist die gegenwärtige Ursache für die Schlafstörung, was lässt sich an allgemeinen Dingen verändern und wenn Ihnen Ihre Ärztin, Ihr Arzt ein Medikament zum Schlafen empfiehlt, probieren Sie es einmal aus. Es gibt mittlerweile mehrere Medikamente, die ganz sicher nicht abhängig machen. Und oft ist es gar nicht das Ziel, dass Sie Medikamente dann dauerhaft einnehmen. Denn, und da möchte ich zusammenfassen noch einmal, in schwierigen Zeiten schlafen viele Menschen schlechter. Und ein paar Wochen halten wir das relativ gut durch, zumindest die meisten von uns. Und das wichtige Kriterium, fühlen Sie sich ausgeglichen, fühlen Sie sich leistungsfähig tagsüber, dann passt das schon. Aber wenn es für Sie ein ernsthafteres Problem wird, nehmen Sie sich selber ernst und holen Sie sich auch Hilfe. Dankeschön. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal wieder da bin, werden Sie schon besser geschlafen haben. Probieren Sie es aus.